Hallo, liebe Deutschlerner! Willkommen zur ersten Folge unserer Serie Deutsch für Mediziner. Heute sprechen wir über die Fachsprachprüfung für ausländische Ärzte in Deutschland. Was ist die Fachsprachprüfung? Die Fachsprachprüfung ist erforderlich für alle ausländischen Ärzte, die nicht in Deutschland studiert haben. Sie ist Teil des Approbationsverfahrens und bestätigt, dass du über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügst, um als Arzt zu arbeiten. Wer muss die Prüfung ablegen? Jeder Arzt, der die Approbation oder Berufserlaubnis beantragt, muss die Prüfung absolvieren, es sei denn, du hast einen Abschluss an einer deutschsprachigen Hochschule. Voraussetzungen: Um zur Prüfung zugelassen zu werden, musst du mindestens das Sprachniveau B2 nachweisen. Das erfolgt durch Prüfungszeugnisse oder Zertifikate. Hast du Fragen zur Fachsprachprüfung? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du mehr über deinen Lernprozess sprechen möchtest, buche ein kostenloses Deutschlern-Strategiegespräch mit mir. authenticgermanlearning.com/call. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.